So, kann losgehen. Verzeihen Sie die Verspätung. Sie wollen in ein Hotel in Pala? Weiß schon Bescheid. Glück für Sie, dass Pala noch ein Hotel hat. Sehen Sie das Flugzeug? Es ist wahrscheinlich das letzte, das Sie sich verlässt. Es ist voller reicher Leute. Nur Geld, Verbindung. Nein, heraus. Blöder Idiot. Niemand befolgt mir die Regeln. Ich habe Ihnen gesagt, dass das Flugzeug weg ist. Aber Sie glauben mir nicht. Alle glauben, die großen Maschinen kämen zurück. Sehen Sie sich das an? Das Feuer nimmt uns so viel. Es breitet sich aus wie ein Virus. Bruder hat einen schönen Bunker mit Scheunen in Leiden. Ein reicher Mann. Der Buschfeuer hat alles zerstört. Jetzt hat er das Land verlassen. Der kommt zurück. Hier ist Liberation Radio mit der Wahrheit für alle Wahrheitsliebenden. Die Wahrheit ist, dass euer Land euch braucht. Vorsicht vor der APR. Eine solche hat euer wundervolles Land im Griff. Die mögen den DJ nicht. Vielleicht liegt's an seiner Musik. Wo geht's hin? Mein Fahrgast, ich bringe ihn in die Stadt, ins Hotel. Woher? Am Flughafen? Ja, Sir, vom Flughafen. Meine Herren, sind Sie den ganzen Tag hier? Ich könnte Ihnen später gratis Bier mitbringen. Wie wär's? Sie trinken doch Bier. Ja. Bier? Klar trinken wir Bier. Na dann los. Ja, Sir. Danke, Sir. Bis dann, Sir. Russland. Nicht für ungut, Sir. Das sind Miliz. Sie kommen in unser Land und nehmen uns wirklich alles. Viele Soldaten, aber die bleiben meistens unter sich.
nur Jungs, die ein bisschen Dampf ablassen. Sie wissen ja, wie das ist. Alle versuchen irgendwie aus dem Land zu kommen. Nur die Dummen bleiben. Die dummen Taxifahrer. Wir sind da. Und? Wir leben. Hey, geht's Ihnen gut? Sie sehen müde aus. Die Präsenz der Zielperson im Staat wirkt weiterhin destabilisierend. Er ist hauptverantwortlich für die derzeit steigende Waffeneinfuhr. Eine klare Verletzung des gemeinsamen Rahmenvertrags. Sein Ruf als gefährlicher Waffenhändler besteht zu Recht. Befehl, terminieren. Anders gelaufen als geplant. Ich atme noch und Sie haben Malaria. Na, ein Versuch war's schon wert. Scheiße, oder? Sie sind gefeuert. Sie hatten Ihre Chance, aber es ist vorbei. Und weil Männer wie Sie nur für Geld arbeiten, sind Sie nicht mehr mein Problem. Sie müssen sich eine neue Beschäftigung suchen. Ihre alten Kunden verstehen nicht, dass die mich nicht töten können. Verstehen Sie, was ich sagen will? Niemand tötet mich. Niemand. Ich entscheide, wer lebt und wer stirbt. Ich. Ich habe vor langer Zeit mal ein Buch gelesen. Ich denke immer noch jeden Tag daran. Es beschreibt, was die Menschen antreibt. Es hilft mir, das Leben da draußen zu verstehen. Ganz einfach. Jedes Wesen strebt danach, seine Kraft freizusetzen. Leben ist Streben nach Macht, sonst nichts. Bis dann. Magellan Club!